Was machst du? Bleib mal da oben sitzen. Da kannst du rauf. Nein, nicht hinter mir. Bleib mal oben. Nein. Das ist interessant alles, ne? Ich merke das schon. Peaches. Au. Peaches fummelt hier die ganze Zeit an meinem Pullover rum. Hey, meine Vogelfamilie, ich bin's Vanni und heute gibt es endlich wieder ein neues Video von mir. Ich weiß, dass länger jetzt nichts mehr von mir und den Wellensittichen gekommen ist. Das liegt daran, dass ich in meiner Prüfungsvorbereitung war, aber ich habe jetzt meine Ausbildung abgeschlossen und habe etwas mehr Zeit. Ich habe mir überlegt, dass ich als erstes Einsteigervideo eure häufigst gestellten Fragen beantworte, denn das sind einige. Ich bekomme die irgendwie immer wieder über Instagram und auch über YouTube und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich die einfach mal in diesem Video beantworte und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe mich übrigens jetzt für diesen Video-Hintergrund entschieden. Ich habe ja immer mal gewechselt zwischen vor dem Käfig und vor der Wand und dann wieder bei meinem Freund und irgendwie hat das alles immer nicht so gepasst, weil die Mehrheit immer wollte, dass ich vor dem Vogelkäfig drehe. Einige wollten dann wieder, dass ich vor der Wand drehe. Deswegen wusste ich immer nicht, wo ich mich hinstellen soll. Ich habe mich jetzt für diesen Video-Hintergrund entschieden, einfach so schräg vor dem Käfig, damit ihr die Wellensittiche ein bisschen erkennen könnt. Und Peaches fummelt hier die ganze Zeit an meinem Pullover rum. Ich hoffe, euch gefällt dieser Video-Hintergrund. Ich weiß, dass meine Brille jetzt ein bisschen spiegelt, weil einfach da das Fenster ist, aber das geht leider nicht anders. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Fragen zu meiner Person an, die ich so am häufigsten gestellt bekomme. Und zwar ist die erste Frage tatsächlich, wie alt ich denn bin. Ich bin momentan 21 Jahre alt. Ich habe am 18.03. Geburtstag. Das heißt, nächstes Jahr werde ich schon 22 Jahre alt. Oh mein Gott, ich fühle mich schon so alt. Viele fragen auch, woher ich komme. Und ich wohne in der Nähe von Hamburg. Mehr kann ich da nicht drauf eingehen. Was machst du momentan beruflich? Also ich habe jetzt vor circa 1-2 Wochen meine Ausbildung bestanden und abgeschlossen. Das bedeutet, ich bin jetzt ausgebildete Versicherungskauffrau. Wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen? Wir sind jetzt demnächst tatsächlich schon 6 Jahre zusammen. Ich finde das irgendwie schon mega lang, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, es sind bald tatsächlich schon 6 Jahre. Wohnst du mit deinem Freund zusammen? Nein, wir wohnen leider noch nicht zusammen. Aber das ist so das Nächste, was wir gerne machen möchten. Dann kommen wir zu den Fragen, die ich so zu den Wellensittichen bekomme. Und zwar ist da die meistgestellteste Frage tatsächlich, wie viele Wellensittiche ich habe. Momentan habe ich 6 Wellensittiche bei mir, 3 Weibchen und 3 Männchen. Woher hast du deine Wellensittiche? Das ist immer unterschiedlich. Also ich habe alle Wellensittiche von anderen Züchtern und anderen Orten, sage ich mal. Ich würde die Wellensittiche sonst einfach kurz vorstellen, damit ihr so einen Überblick bekommt. Und für die Leute, die neu auf meinem Kanal sind, dass sie einfach wissen, von welchem Wellensittich ich immer so spreche. Mäuschen. Also, wie gesagt, ich habe 6 Wellensittiche, 3 Männchen und 3 Weibchen. Mein erster Wellensittich in diesem Schwarm war Rachel. Das ist das weiße Weibchen. Sie habe ich von einem Züchter gekauft. Als nächstes kam dann Stewie in den Schwarm. Das ist der grüne hier. Der da. Er ist ein Rainbow-Wellensittich und ihm habe ich von einem Kleintiermarkt, also indirekt auch von einem Züchter. Dann kam direkt Peaches hier vorne bei mir auf dem Arm. Sie habe ich zusammen mit ihrer Schwester Peanut gekauft. Die ist leider verstorben nach kurzer Zeit, aber Peaches ist noch bei mir. Die beiden habe ich vom Futterhaus gekauft. Als viertes kam dann Mister dazu. Mister habe ich von einer Freundin aufgenommen. Sie wohnt nur eine Straße weiter und seine Partnerin ist damals gestorben. Und er war dann eine Zeit lang alleine, deswegen hatte ich ihn aufgenommen. Mister ist auch mein ältester Wellensittich. Er müsste jetzt schon 12 Jahre circa sein, wenn nicht sogar noch älter. Mister ist der breitere Wellensittich, der gelb-grün ist. Ne, Stewie? Als fünftes kam dann Private dazu. Private ist der dunkelblaue Wellensittich.
Private wurde damals über eBay Kleinanzeigen verkauft, sage ich mal, an seinen Zweitbesitzer. Und von dem Zweitbesitzer habe ich Private dann aufgenommen, denn das ist auch ein Zuschauer von mir. Und ich bin dann dahin gefahren, wir haben uns getroffen, ich habe Private mit zu mir genommen. Und ja, seitdem ist er bei mir. Aber dazu gibt es ansonsten auch ein Video. Falls ihr mehr über meine einzelnen Wellenstiche erfahren möchtet, werde ich euch das einfach mal hier oben verlinken, falls ihr euch dafür interessiert. Ich bin der Meinung, dass ich tatsächlich zu jedem einzelnen Wellenstich so ein ja, extra Video gedreht hatte. Und zu guter Letzt kam dann Yuki dazu. Yuki ist vom selben Kleintiermarkt wie Stewie, also indirekt auch wieder vom Züchter, aber halt von einem anderen Züchter. Und sie habe ich zuletzt aufgenommen. Yuki ist mein jüngster Wellensittich momentan. Sie müsste jetzt bald 2 Jahre alt sein. Das war jetzt mal so eine kurze Vorstellung von meinen Wellensittichen. Sind alle deine Wellensittiche handzahm? Nein, sind sie nicht. Also zu 100% handzahm ist eigentlich nur Peaches, die eben an mir auch so ein bisschen rumgeklettert ist. Und ein bisschen zahm ist sonst noch Stewie, also die beiden hier, die ihr hier seht. Ne? Also die beiden kommen immer schon zu mir, wenn ich so am Video drehen bin. Und alle anderen sind dann noch ein bisschen schüchtern. Ha? Möchtest du mit im Video sein? Warum können zwei deiner Wellensittiche nicht fliegen? Peaches kann nicht fliegen und Rachel, mein weißes Weibchen, kann leider nicht fliegen. Leider kann ich euch auch nicht sagen, warum die beiden nicht fliegen können. Also ich habe die beiden natürlich untersuchen lassen, weil ich vielleicht dachte, okay, es liegt vielleicht an einer Krankheit oder irgendwas mit den Flügeln stimmt nicht. Und sie wurden auch beide geröntgt und untersucht, aber sie sind soweit gesund, es ist alles in Ordnung. Sie haben halt nur die Megabakterien, die in meinem Schwarm sind. Aber ansonsten haben sie keine anderen Krankheiten, da ist alles in Ordnung. Deswegen keine Ahnung, warum sie nicht fliegen können. Ich weiß es nicht. Peaches! Hm? Kannst du mal auf einer Stelle bleiben? Du machst mich ein bisschen wahnsinnig. Hm? Sie krabbelt nämlich immer am Käfig hinter mir an meinen Rücken und schlängelt sich dann da so längs. Und ich will dich nicht zerquetschen. Bleib mal da oben sitzen. Da kannst du auf. Nein, nicht hinter mir. Bleib mal oben. Nein. Welches Thema findest du bei Wellensittichen am wichtigsten? Ich bin der Meinung, es gibt natürlich sehr, sehr viele wichtige Themen. Aber wenn ich mich für ein Thema entscheiden würde, was für alle am wichtigsten ist oder auch für mich am wichtigsten ist, finde ich das Thema Einzelhaltung. Ja, mit am wichtigsten, dass die Leute aufgeklärt sind, was für Folgen Einzelhaltung hat, dass es eben auch zum Tod von Wellensittichen führen kann und dass es einfach Tierquälerei ist. Deswegen das Thema finde ich persönlich am wichtigsten, dass man sich einfach damit mal befasst hat, bevor man sich Wellensittiche holt und ja. Genau. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Thema für euch am wichtigsten ist. Warum hast du Wellensittiche als Haustiere? Dazu würde ich euch gerne auch oben wieder ein Video verlinken. Ich weiß, dass ich das etwas häufiger an dem Video sage, aber ich habe zu vielen Themen einfach schon Videos gedreht und sonst würde ich mich hier die ganze Zeit wiederholen. Grob gesagt, ich habe Wellensittiche, weil ich gegen alle anderen Tierarten oder eigentlich alles, was Fell hat, allergisch gegen bin. Und ja, mit Wellensittichen komme ich einfach super zurecht. Wenn sie dann mal das tun würden, was sie sollen. Hm? Ja, ich meine dich. Hm? Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Und zwar, möchtest du auch andere Haustiere halten? Und ja, ich würde sehr, sehr gerne später noch andere Haustiere halten. Allerdings nur im Vogelbereich tatsächlich. Ich finde Nymphensittiche sehr, sehr interessant, aber auch rosa Kakadus. Das wäre so mein größter Traum, sag ich mal. Rosa Kakadus zählen einfach zu den größeren Vogelarten, zu den Papageien und sind deswegen auch ein bisschen größer und langlebiger, sag ich mal. Die werden einfach älter als Wellensittiche, benötigen wahrscheinlich auch deshalb noch mehr Aufmerksamkeit. Also wenn ich irgendwann mal den Platz habe und die Zeit habe, dann würde ich gerne mir rosa Kakadus anschaffen. Ne, Mäuschen? Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das natürlich auch machen. Da bin ich im Moment sehr, sehr aktiv und bin auch öfter live dort mit den beiden Butchies hier. Wie hast du gut? Ich höre dich. Alles gut. Ich kann mich verstehen. Mhm. Genau. Falls ihr mir da noch nicht folgt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich heiße auf Instagram xvvannyxv. Ich schreibe euch das sonst nochmal hier unten hin. Und ansonsten würde ich sagen,
Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!